Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir erstmal die aktuellen Nachrichten besprechen. Also ich bin irgendwie durch Bild online gescrollt und sehe, MMA-Kämpfer wird die Uhr abgenommen in New York. Guck hin und denk, das ist doch Islam Dulatov. Ja. Jedes Mal, wenn ich ein Interview mit dir habe, hast du vorher irgendeinen Trouble auf der Straße. Was ist los? Stimmt. Ja, ich werde vom Pech verfolgt, was solche Sachen betrifft, sag ich mal ehrlich. Also, ja, ekelhafte Situation. Wie gesagt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich war in New York gewesen, hatte Shooting gehabt für das Label Moschino. Und ja, dann war ich dort über längere Wochen gewesen, weil ich wollte eigentlich über Monate dort bleiben, habe aber dort dann dem Kampf im Februar jetzt zugesagt, habe gesagt, okay, dann hat mich Max gefragt, ob ich rüberkommen könnte für das Interview hier und weil für den Face-Off morgen, weil das halt wichtig wäre. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss eh meine Vorbereitung hier anfangen, danach kann ich später ja rüberfliegen wieder. Habe ich gesagt, gut, dann machen wir das so. Und einen Tag, bevor ich zurückfliegen sollte, ja, bin ich auf meine Tagesroutine halten, morgens früh raus, was gegessen, von da aus direkt zum Sport, gepumpt ein bisschen, Schattenboxen gemacht, so das Nötigste, was man da halt ging, weißt du, weil da waren keine guten Gyms in der Nähe quasi. Und New York ist ja ziemlich groß. Bin ich dort raus aus dem Gym, gehe ich von so einer großen Hauptstraße in so eine Seitenstraße rein, dann laufe ich da durch die Straße und dann hält da so ein Auto an der Seite an, so ein weißer Wagen, Honda, glaube ich, war das, hält ansteigen aus. Der eine guckt mich dann so an und auf dem Video, wo ich live war, siehst du ja sogar auch, wie ich da in die Richtung gucke von dem Typen, weißt du? Ich gucke in seine Richtung, weil der Typ mir voll in die Augen guckt. Und in Amerika ist es gerade so, wegen der Kälte trägt jeder Skimaske. Das ist ganz normal da. Und ich habe immer wieder gefragt, wenn ich mit meinen Jungs gesprochen habe, habe ich immer wieder Kamera umgedreht und gezeigt, guck mal Jungs, wie viele Leute die Skimaske tragen. In einem Land, wo sowieso schon so viele Verbrechen passieren, weißt du, ich meine, so viele Schießereien passieren, so viele Räuber passieren und so weiter und so fort, kann ich das nicht verstehen, wie man dann noch erlauben kann, dass Menschen so etwas machen. Also ich kann das nicht verstehen, wie man das zulassen kann, dass Leute sich mit Skimasken auf der Straße rumlaufen einfach. Aber wie dem auch sei, dann steigt da einer aus, guckt mich dann so an und geht dann einfach nur die Straße entlang. Also nicht auf dem Bürgersteig, sondern wirklich auf der Straße, wo er war. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, weil da ist ja, wie gesagt, jeder läuft da mit so einer Skimaske rum. Und in dem Moment, ich bin dann am Laufen, auf einmal, ich sehe nur noch aus der Ecke gesprintet, so hinterm Auto versteckt war der, und der kommt gelaufen aus der Ecke, zieht seine Pistole, lädt nach und sagt, give me a watch. Und in derselben Sekunde, wo der das sagt, das hört man auch im Video, wie der die Knarre nachlädt. Und in derselben Sekunde werde ich von hinten angegriffen. Weißt du, da packt mich einer so und von hinten und klebt den Knarre an den Kopf und sagt, don't move, don't move. So sagt er, I kill you, irgendwas, so kennst du dann. Hinher, hinher. Und in dem Moment, ich drücke mich direkt nach hinten, weil ich realisiere in dem Moment nicht, dass die mich da abknallen. Ich habe gedacht, in dem Moment, die wollen mich einfach abknallen oder abziehen oder was auch immer, so reinziehen in ein Auto. So war mein Kopf. Ich habe nicht reagiert darauf, dass die meine Uhr haben wollten. Ich lande mit denen auf dem Boden, wir fangen irgendwie an, so komisch zu ringen, ich komme hoch. Auf einmal von unten hält er mir so eine Pistole ins Gesicht. So. Ich springe von der Seite direkt raus, auf einmal packe ich den einen seine Pistole rein, so von vorne, und dann hatte ich ja so eine Schnittwunde gehabt, weil der Typ hatte versucht, die Knarre rauszuziehen, und ich halte die fest und ich gehe so nah an den ran, so. Weil ich denke, das sind nur zwei, ich halte mich mit dem fest, ich sage, ey Jungs, chill, sage ich so, chill, sage ich, und der sagt immer wieder, I shoot you, sagt er. Ne? Und plötzlich begreife ich, dass er noch mehr. Ich gucke nach hinten, da steigen nochmal zwei Stück aus dem Auto raus und ziehen auch noch. Ich denke mir, boah, was ist das denn? Und in dem Moment, wo ich gerade nach hinten gucke, hat der Typ mich geschubst. Ich knall gegen so ein Auto, weil die hatten so zwei, drei gepackt. Ich bin gegen das Auto hier vorne geknallt und auf einmal, die ziehen beide auf mich. Und da hinten, die zwei zielen auch auf mich und sagt, zieh deine Uhr aus. Und ich so, okay, Bruder, bitte schön, nimm die Uhr mit, weißt du, schönen Tag noch. Haben die Uhr mitgenommen und ja, sind dann ins Auto eingestiegen. Ich gucke das Auto an, die zielen noch alle auf mich und der Fahrer auch noch so, der losfährt. Zielen auf mich und dann fahren die los. Haben die direkt Kickdown gegeben, weg waren die. Ich gucke so links, rechts, ob mein Handy da ist direkt. Ich gucke, habe ich mein Handy wieder gepackt. Ja, was willst du machen? Ne? Heftige Geschichte, Mann. Und die Uhr ist, nehme ich an, weg jetzt für weg, immer. Was kostet das Ding? Sah nicht günstig aus. Ist auf jeden Fall nicht günstig. Über Preise reden wir nicht, aber war auf jeden Fall nicht günstig. Sagen wir mal so. Ja, aber du hast es ja schon richtig geschrieben, ne? Lieber Leben als Uhr. Ja, so, also 100%. Guck mal, es ist ja so. Ich verberge das ja auch nicht. Wie gesagt, ich bin halt ein sehr offener Mensch, was das betrifft. Wir haben uns ja früher ständig geprügelt, auch auf der Straße und so weiter und so fort. Ich bin ja mit sowas groß geworden. Ist es nun mal leider so, weil die einen würden das jetzt verstecken oder versuchen, sich von der besten Seite zu zeigen, aber ich bin nun mal so aufgewachsen. Und bevor mir irgendeiner dann mal irgendwann ankommt und sagt, ey, aber das und das hat der Islam euch aber nicht erzählt, dass er da und da und da und da Scheiße gebaut hat. Ich habe mein Leben lang auf der Straße Scheiße gebaut, habe mich ständig geprügelt und so weiter und so fort. Für mich keine ungewohnte Situation, mich zu prügeln. Ich habe mich auch schon alleine gegen mehrere geprügelt, auch mit, wo Leute bewaffnet waren, mit Macheten, mit Baseballschlägern. Ist auch schon mal vorgekommen, dass jemand eine Pistole gezogen hat. Das wissen auch alle Leute, die aus der Umgebung in Düsseldorf kommen. Das sind so Geschichten, die sprechen sich herum. Wenn du hier wohnst, weiß man das. Und da habe ich halt anders reagiert. Da ging es halt mit Schlägereien. Und so, aber da ging es darum, dass man sich prügelt. Nicht darum, dass jemand von dir was haben wollte. Weil wenn jemand eine Pistole zieht und aus dem Nix, weißt du, und vor allem, der ist ja nicht in Deutschland. Hier findest du die Leute ja noch. Wenn der einer auf dich hier schießt, dann findest du den. Mit Ach und Krach, aber man kann den finden. Wenn du in New York, aber in einem anderen Kontinent bist, kennst du da keinen, bist sowieso alleine, hast niemand was zu tun. Auf einmal aus dem Nix steigen vier Leute aus, weißt du, maskiert, so, du hast von gar nichts an, dann findest du die Leute sowieso nicht.
Also dann gibst du, und vor allem, wenn die Leute dann eine Uhr wollen, Junge, dann gibst du denen die scheiß Uhr, weißt du. Ja, gefühlt ist das Risiko da ja auch höher, dass du wirklich natürlich abgeknallt bist. Ich habe den Polizisten danach mit dem gesprochen, der sagt zu mir, also die sind gekommen, die sagen zu mir, ey, komm, du musst eine Aussage machen. Ich habe gesagt, ich mache gar keine Aussage, lass mich mal in Ruhe, ich habe meine Tasche genommen, ich wollte schon gehen, die haben mich umzingelt, die sagen, nein, du kannst nicht gehen und so. Du musst vom Arzt untersuchen, dass ich sage, was für Arzt, du sind zwei Kratzer, sag ich. Die meinen, ja, du musst mitkommen, bla bla, öffentliches Interesse. Vier Pistolen hinher, du musst sagen, was du gesehen hast. Ich sag, hier, da ist die Zeugin, die hat das alles gesehen. Die hat ein Foto gemacht von dem Auto, sage ich, befragen Sie die bitte. Ich habe keinen Bock, mit denen zu reden. Wenn Sie meine Uhr finden, melden Sie sich bei mir. Mein Name ist Islam, ich wohne in der 2201 Amsterdam Avenue. Kommen Sie dahin, geben Sie mir meine Uhr und dann ist gut. Wenn Sie die nicht finden, lassen Sie mich in Ruhe, weil ich bin mir sicher, Sie werden diese Typen jetzt nicht kriegen. Die sind jetzt wann gekommen? 15 Minuten später? Meine ich, die Jungs sind über alle Berge. Die sind wahrscheinlich zwei, drei Blocks weiter, haben das andere Auto genommen und sind weg wieder. Weil die wahrscheinlich gedacht haben, dass die Uhr ein paar hunderttausend kostet. So, und ja, dann sagen die zu mir, ja, du hast noch mal Glück gehabt, weil von 100%, 70% der Fällen werden die Leute noch mal abgeknallt, weißt du, zum Schluss so noch mal, weil das einfach so mutprobenmäßig ist. Meistens ist es dann so, sagt er, dass dann Leute, die Kiddies dann in die Gang reinziehen wollen, und dann sagen die als Mutprobe, ja, ihr müsst jemanden abziehen, weißt du, und dann auf den noch mal mit zum Schluss schießen, um, als Beweis so quasi, dass ihr euch an sowas traut und so weiter und so fort. So komische Sachen halt, weißt du, so. Hat er gesagt, du kannst froh sein, dass du nicht abgeknallt wurdest und so weiter und so fort. Ja. Wo warst du denn da unterwegs? Weil ich stell mir vor, du machst einen Modeljob in New York, da werden die dich ja sicherlich nicht irgendwie du musst ja in so die Bronx stecken. Also ich war, am Anfang war ich in Middletown, also ist so da, wo die ganzen Hochhäuser sind, alles drum und dran so. Und das war mir aber dann irgendwann zu laut. Ich war die erste Woche die ganze Zeit im Hotel gewesen und du musst dir vorstellen, du kommst raus, ey, Huperei, weißt du, Autos, da, ja. Weißt du, das ist so krass, wenn du das nicht gewohnt bist, so, das, dann nervt das. Ja. Hast du Kopfschmerzen, ich kam nach Hause nachts mit übertrieben starken Kopfschmerzen, weißt du, so richtig nervig. Und wenn dann wieder früh raus musst, du wachst auf mit Kopfschmerzen, weißt du, kommst zu nichts, weil einfach, und da gab es kein gutes Essen, weil, kennst du, das war so dieses typische Touristenessen, so. Und ich habe gedacht, ich muss ein bisschen außerhalb. Dann habe ich meiner Agentur gesagt, okay, dann suche ich mir halt ein bisschen was außerhalb, so, und habe mir eine Wohnung genommen, 20 Minuten entfernt vom Zentrum. Du musst, und wie du ja weißt, Amerika ist Tür an Tür, Ghetto, Millionär, reicher Millionär mit einem Arm, weißt du, wohnt Tür an Tür da. Du gehst einen Block weiter, kannst erschossen werden, gehst einen Block wieder zurück, weißt du, siehst du da niemanden, der mit sowas was zu tun hat, weil da einfach so viele Polizisten und sowas sind. Und ja, ich war halt in so einem Block gewesen, wo eigentlich alles cool war, so. Also für mich kam es so, zumindest so rüber, so. Ich bin ja auch da rumgelaufen, als wäre auch nichts, weißt du. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie eine krasse Gegend ist. Man hat halt gemerkt, sind Straßenjungs unterwegs, so, aber die sind überall außerhalb, auch in Düsseldorf, weißt du, außerhalb. Wenn du jetzt nicht in der Altstadt wohnst, selbst da wirst du welche finden, aber wenn du jetzt außerhalb wohnst, wirst du auch so Straßenjungs finden, die mit 10 Mann an einer Ecke stehen. Das findest du überall auf der Welt. So ist normal so. Wenn jemand da in einer Gegend wohnt, dann sind die halt die Jungs dort unterwegs, so. Das ist halt normal. Und für mich war das immer so, ja, die Jungs machen da ihr Ding, ich mache hier auch mein Ding, ich esse hier, ich laufe hier rum, ich gehe zum Training, ich komme zurück. Aber anscheinend haben die mich da richtig gut unter Beobachtung gehabt und haben dann quasi auf den Moment gewartet. Ich denke auch, das war irgendein Insider-Tipp oder sowas, weil einen Tag bevor ich losfliege. Und ich denke auch, der größte Aspekt, warum die nicht auf mich geschossen haben, ist, weil die wussten, dass ich Tourist bin. Und weil die wahrscheinlich nicht dachten, da kommt eh nichts zurück. So, wir brauchen uns aber dem keine Sorgen zu machen, weil meistens schießen die aus Angst, dass du irgendwas zurückmachst. Ja, trotzdem vielleicht rückblickend nicht die beste Idee gewesen, mit dieser, also ja doch auch ziemlich auffälligen Uhr da rumzulaufen. Ja, das stimmt. Ist nicht die beste Idee gewesen, aber ich bin ein Mensch, warum soll ich, also wenn ich jetzt die Uhr wiederhole, ich habe ja sowieso schon, die Uhr ist sowieso schon neue Uhr bestellt, ne? Da kommt eine neue auf jeden Fall, aber ich bin ein Mensch, ich würde es heute wieder tun, weißt du? Ich würde es heute wieder tun, einfach aus dem Grund, weil ich sehe darin keinen Sinn, wenn ich was habe, was mir gefällt, dann werde ich es tragen. Weißt du, normal, meine Freunde haben mir auch gesagt, Bruder, lauf da nicht jeden Tag mit Klamotten und sowas rum, aber Junge, ich verstecke mich doch nicht. Weißt du, was soll ich? Ich habe das auch nicht gekauft, um das zu verstecken. Nächstes Mal gehst du halt vorsichtiger mit sowas um, weißt du. Dann weißt du auch Bescheid. Guck mal, nachts zum Beispiel, wenn ich rausgegangen bin. Und dann habe ich Landhandschuhe angezogen, Sportanzug, keine teuren Sachen, nix, Schmuck, Uhren, alles drum und ausgezogen, Geld, alles in einen Wandschrank, zack, rein, zugemacht, raus. Weißt du? $40 dabei gehabt, $50 dabei gehabt, was gegessen, Einkauf, zu Hause mitgenommen, ciao. Nachts immer nur so. Aber wenn du tagsüber rausgehst, denkst du ja nicht, dass sie das tagsüber... Du musst vorstellen, es war 14.30 Uhr, 15 Uhr ungefähr um die Uhrzeit. Heftige Geschichte. Aber du fliegst trotzdem wieder zurück nach New York? Auf jeden Fall. Weil du hast deinen Job noch da? Nee, also der Job ist jetzt fertig so. Okay. Aber ich werde im März will ich zurückfliegen. Und dann will ich da auch erstmal bleiben für ein paar Monate. Mhm. Bestimmt 3-4 Monate. Dann mach ich dann eine Tour. Dann mit der 9 Uhr schon wieder? Natürlich. Dann mit zwei. Sehr gut, mit zwei dann, genau. Dann mach ich ein Video, sag ich, Leute, hier, ja. Ich bin wieder hier unterwegs, wenn einer Bock hat. Sehr gut.